Moin. Wir spielen jetzt heute mal Create Life. Oh, hier ist Schnee. Cool. Das spielen anscheinend gerade ziemlich viele Leute, weil es ein Twitch-Projekt ist, aber ich habe mir das ein bisschen angeguckt und ja, sieht nice aus. Und ja, will das Ganze einfach mal testen. Also, wir nehmen das Standardschiff. Okay, nice. Also da hinten ist das andere Schiff. Okay. Ja, also. Warum machen wir das Ganze? Ich habe das halt gesehen und der Chat hatte das auch gesagt, dass es jetzt Sonntag rauskommt. Und ja, da dachte ich mir, ich guck mir das zumindest mal an. Genau, und die haben wohl die ganzen Rezepte und so weiter geändert. Und man arbeitet hier mit Achievements. Und ja, die sollen einen so ein bisschen durchführen. Ich habe mir den Anfang bei Spark of Phoenix angeguckt. Das sah auch sehr nett aus. Das gibt es nicht. Spruce Wood, ach. So, und typisch für Skyblock müssen wir natürlich die Spawn Area reduzieren. Deswegen machen wir das jetzt so.
geht's hier auch noch nach... Oh, es geht sogar noch nach unten. Okay. Und hier gibt es nix. Okay. Also hier haben wir Lava und Ice Bucket. Dann gucken wir mal weiter. Also hier haben wir Create, Create. Noch mehr Create, noch mehr Create. Create Bitterball. Oh, okay. Deko, Create Deko. Okay, das sind schon coole Sachen drin, ne? Kompressor. Nuclear Fuel, okay. Farmer's Delight ist auch mit dabei. Handcrafted. Stoneworks. Traveler's Backpack. Ah. Dann gibt's hier noch die Creative Sachen. Irgendwo hatte ich gesehen, dass es auch Toms. Ja, genau. Guten Abend erstmal. Genau, aber ich wollte jetzt nicht hier, wie heißt das gleich noch? Create Live 5 in den Titel reinschreiben. Das war mir alles so ein bisschen. Das ist komisch, wenn man das macht. Um dann irgendwie von dem Stream-Projekt zu profitieren. Also da mache ich das doch eher so, wie es jetzt ist. Nee, ich bin nicht eingeladen worden. Deswegen steht es bei mir auch nicht drin. Glaube ich. Habe ich es reingeschrieben? Nee. Nee, also ich wurde nicht eingeladen. Aber der Ersteller von dem Modpack hat das Ganze veröffentlicht, auch mit Videos und so weiter. Ja, nee. Also das eher nicht. Also da sieht das dann so aus, als ob man sich da irgendwie profilieren will mit dem Mega-Projekt, da lasse ich das lieber so, dass man einfach Create Modpack sagt und fertig. Naja, aber das ist eigentlich genau das, was ich eigentlich auch vorher machen wollte. Ich wollte mir ja mal die Create Mod angucken, vermehrt angucken, und das war dann eigentlich so ein cooles Ding, was man machen kann.
Ja. Also da setze ich keinen Wert drauf. Soll sie halt machen. Ich sehe das als nicht als wichtig an. Jo. Naja, aber wie geil die das denn? Oh, und warum das? Okay, und was für Auswirkungen hat das dann? Oh Gott. Aber es freut mich, dass es läuft.
Okay. Okay. Okay, also damit kontrollierst du dann, wie der Zugriff erfolgt. Ah, okay. Nice. So, ich habe es eben ausprobiert. Zwar will ich Chance claimen. Das ist das Gute, wenn man hier selbst das Ganze spielt. Was willst du mit der Sub-Abfrage machen? Obwohl, ja, du musst wahrscheinlich die Verbindung richtig definieren, ob das jetzt 32 oder 64 ist, ne?
Okay, ist das bescheuert. Also ich bin da selbstverständlich völlig überfragt. Keine Frage. Okay, na, und dann wundert man sich, warum das Ganze nicht funktioniert. Naja, aber jetzt läuft's ja. Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht, um den Fehler rauszufinden? Ah, okay. Und die Lösung? Oh. Ah. Okay. Das ist hart stressig. Ja, kennt man ja nicht anders. Okay. Das hört sich so nervig und stressig an.
Okay. Und warum nutzt ihr kein 365? Das würde mich mal interessieren. Haben wir bei uns auch. Ja, kann ich verstehen. Ja, und 365 ist natürlich teuer, finde ich. Ja, vergiss nicht, den Stuhl unter der Wäsche wegzutreten, sonst wird die nicht trocken. Wenn du die schon erhängen musst. Ah, super.
So. Können wir jetzt endlich den... wie heißt er gleich noch? Wow. Ich hab's falsch rum gemacht. Ja, dann... beheben wir das mal eben. Willkommen zurück. Ich hab's leider verkackt. Ja. Ich hab's verkehrt rum gemacht. Wieso? Wow, da ist Schnee gespawnt. Ja, das ist mir jetzt zweimal passiert. Ja. So können wir jetzt erstmal... Ach ja.
Naja. Ja, das war jetzt erstmal nur der Anfang. Oh ja, hast recht.
Oh. Okay. Oh. Ja, das ist richtig schlimm geworden. Naja, aber bis jetzt macht es echt Laune. Bin gespannt, wie das hier weiterführt, weil hier sind einige Mods drin, die irgendwie ein bisschen größer eigentlich sind, aber
Ja. Zwar gibt es hier Toms Inventory. Da bin ich mir nicht sicher, ob man das dann an die Vault. Servus. Ob man die dann an die Vault anschließen kann. Ja, hier ist das auch komplett neu. Ich weiß nicht, wie die das umgestellt haben. Naja, mal gucken. Ja, kann ich verstehen. Ich wollte es aber mal machen. Und uns, oder mich zwingt ja nichts, dann irgendwas anderes doch zu machen, wenn es dann doch zu langweilig wird. Das ist schön. Das freut mich. Oh. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Okay.
Das können wir aber mal. Jo. Ach, das ging schnell. Ja. Also deswegen habe ich halt Bock drauf. Jo. Den wollte ich gerade bauen. Ah. So.
So, Dirt. Es gibt eine Zentrifuge? Ja, habe ich auch gespielt. Ich habe auch ein paar andere Skyblocks gespielt. Aber das ist gerade so aktuell und da dachte ich mir, ja, kann man mal machen. Aber wo ich auch Interesse dran habe, ist natürlich, hier, wie heißt das? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ah, ATM Skyblock, darauf hätte ich auch noch Bock. Ja, ich warte auf das ATM 9 Skyblock. ATM Volcano Block? Was genau ist das? Oder ist das einfach eine Lava-Welt und dann find dich zurecht? So. Hast du das gespielt? Also Lava World?
Wäre natürlich auch mal eine lustige Idee. Okay. Aber das hört sich alles sehr interessant an. Ja, die ganzen Sachen sind halt so coole Ideen. Ich weiß nur nicht, was No Frills ist. Slice of Pie? Okay. Das sieht sehr interessant aus. Mal gucken, was die da Neues raushauen werden.
Schade. Nee, ich habe keine Ahnung. Also, vielleicht doch. Genau, ich brauche die Sunflower Seeds. Ah. Ja, also anpflanzen habe ich gerade, also die ist gerade hier.
Danke. Warte ich. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Wie viel Abstand muss denn die... wie viel Abstand muss denn die Mob-Farm zum Hauptort haben? Voilà. Nachdenken kann ich auch nicht, ne?
Echt nicht? Das ist ein Trick, den gibt es schon seit Jahren. Und den haben die immer noch nicht rausgepatcht. Das ist dasselbe Prinzip wie mit den Aufzügen, die du bauen kannst. Ja, yeah, leider. So, wir könnten mal hier Achievements gucken. Also, Shreds the Sun, Azurin für Sonnenstein. Kohle ist von gestern, More Heat. Okay. Danke. Holen wir uns ein bisschen Sand, Dirt. So. Ja, mit Dirt.
So. Dann holen wir uns hier einen Haufen Dirt. So, ich würde mal sagen, wir brechen mal da oben ein. Gucken mal, dass wir uns 3 Wolle holen. Hier. Oh, ich habe keine Bäume mehr. Oh, oh. Guten Abend. Du meinst Minecraft? Ich würde sagen, jetzt mittlerweile. Boah. Moment. Wie alt ist denn? Ich hätte dabei jetzt auch gelacht, aber okay. Ich bin mit Minecraft aufgewachsen. Das ist vor 13 oder 14 Jahren rausgekommen und seitdem spiele ich das. Dankeschön. Naja, ich war 16 oder 17. Ja, aber Moment. So. Spawn Distance. Ah, 24 Blöcke von einem selber weg muss das sein. Das ist 2009 oder 10 rausgekommen. Glaube ich. Ah, ja. Ich war in der Beta. Nee, in der Alpha. Genau, 2009. Also 15 Jahre. Oder 14 Jahre jetzt.
Okay, ja, das tut mir echt leid, dass du das da in dem Zeitraum erleben musstest. Kann ich dann verstehen, dass man dann eher weniger Spiele zockt. Ja, das Grundgame spiele ich auch nicht so gerne. Ich spiele seit jeher ganz viel modded Minecraft mit viel mehr Sachen dabei und. Das macht dann für mich auch ein bisschen mehr Spaß und da jedes Jahr irgendwas Neues rauskommt, mehr Mods und für jeden ist eigentlich was dabei, ist das halt etwas, was ich dann hier halt so richtig liebe. Ja, irgendwie so in dem Zeitraum oder im Januar 2010 habe ich auch angefangen. Oh, in den USA ist gerade eine Sonnenfinsternis, gucke ich nebenbei. Viel Spaß. Und schönen Abend dir und danke fürs dabei sein. Ja, gerade eine Sonnenfinsternis. Bei uns ist sie da. Ich habe gerade erfahren, 2081 ist die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland. Totale Sonnenfinsternis. Also dauert noch ein bisschen. Ja, ich hoffe, die kriege ich mit.
Ja. Habe ich ja noch ein bisschen was vor mir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Dieses ganze Farmen immer. Ja. Die Automatisierung, ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das dauert nur noch ein bisschen.
So, und sonst so? Vielleicht muss ich noch eine Verbesserung für den Cobblestone-Generator bauen. Ja, ich weiß aber nicht, wie lange ich da noch brauche. Glaube, das dauert alles noch ein bisschen.
Hello. I'm doing fine. If you want to sell graphic design for streams, I'm not interested. Ich nehme Wetten an. Wie lange wird es dauern, wenn mir Designs verkauft werden sollen? Mach mal. Ups. Tüdelü. Ups. So, und weiter. Boom.
Willkommen zurück. Ich hoffe, es hat gemundet. Ja, das habe ich auch festgestellt. Total ekelhaft. Ja? Okay, das hatte ich noch nicht gesehen. Auf was sollen denn die Temperaturen die nächsten Tage fallen? Ich hoffe nicht so. Ah doch, so 8, 9 Grad wären angenehm. Oh, das hält sich ja noch so einigermaßen in Grenzen. Das hält sich ja echt noch alles in Grenzen.
Oh. Ja, die Bananen vertragen das wahrscheinlich nicht ganz so gut. Aber ich finde so ein Wetter recht angenehm. Was ist denn eine Musa Passatio? Ah, okay. Okay. In Deblün? Ah, in Deutschland. Okay, ja. Was zur Hölle? Also eine kleine Banane, sagst du?
Hast du davon denn schon Früchte bekommen? Das wäre mal interessant. Oh. Ah, okay. Interessant. Also müsstest du dann eher so ein Gewächshaus bauen oder so ein Garten oder sowas, ne? Ja, das glaube ich. Die braucht ordentlich. Jo. Okay. Ist ja krass. Hallo. Was geht? I'm doing fine, but if you want to sell me graphics for Twitch, I'm not interested. Schlafen.
Okay, wie kommt denn das? Oh, das ist echt blöd. Hattest du einfach nur Pech mit der Auslese so gesehen, oder waren die Samen kaputt? Ja, dann waren wahrscheinlich die Samen kaputt. Ja, das ist echt schade. Und richtig blöd ist halt, dass du das vorher nicht sehen kannst, ne? Ja. Naja, aber das hast du ja mit fast allem. Nur leider, bei Klamotten siehst du es sofort, aber bei den Samen siehst du ja echt erst, wenn du komplett fertig bist. So, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Okay, das passt.
Das hat nicht geklappt. Servus. Der eine hat funktioniert, aber der überhaupt nicht. Wegen welcher Finsternis? Oder meinst du die Sonnenfinsternis in den USA? Ah, ja, die nächste ist 2051. Ja, habe ich auch gehört. Aber ist schon mal ganz cool. Also ich glaube, ich hatte mal irgend... Oh Gott. Ich hatte mal irgendwann eine Sonnenfinsternis gesehen. Letzte Sonnenfinsternis Deutschland. Ja, im August 1999, da hatte ich die gesehen. Ja, hatte ich auch schon gesehen, wo die da auch mit den Flugzeugen hinterher geflogen sind und. Echt? Okay, die habe ich nicht mitgekriegt. Aber wenn man will, kann man ja einfach raussuchen, wann denn und wo die nächste Sonnenfinsternis ist und da vielleicht einfach mal hinreisen. Wow, ist der schlecht. Ja, ich glaube aber zur dunklen Seite des Mondes kann man noch nicht fliegen. Vor allem habe ich jetzt gerade keine 10 Millionen Euro über oder wie teuer das auch immer war. Oh, okay.
Aber ich frage mich, ob das mit dem Raumschiff von Elon funktioniert, ob der überhaupt genügend Treibstoff dafür zur Verfügung hat. Na, danke. Ich wollte aber noch irgendwie wieder nach Hause kommen und ja. Wäre auch eine Maßnahme, wird man auf den Mond rausgelassen und dann gib ihm.
Heute sind aber echt viele Verkäufer wieder unterwegs. Wenn ich mir so den Chat angucke, ich glaube, ich hatte heute 3 Nachrichten davon. Ah. Echt? Ja, okay. Den meisten Sprit verbrauchst du ja, um die aus der Atmosphäre und Stratosphäre auszutreten. Und wenn du dann erstmal im All bist, brauchst du ja nur auf Geschwindigkeit kommen. Ja. Trotzdem will ich nicht.
Ja, und dann beschleunigst du wieder und kommst dann auf dem Rückweg. Also holst du dann die Geschwindigkeit wieder zurück von der Schwerkraft des Mondes und dann donnerst du Richtung Heimat. Nee, Richtung Heimat. Mars wäre. Ist man da nicht irgendwie 6 Monate unterwegs, nur um anzukommen? Aber ja, wäre natürlich auch eine sehr großer Erfolg, würde ich sagen. Ja. Im günstigsten Fall. Und von Rückreise haben die da irgendwie nie gesprochen. Ist Vega nicht irgendwo im Outer Space unterwegs? Wo Jäger? Ja. Aber dürfte auch ein cooles Erlebnis sein, wenn du da nach zig Jahren mit der Voyager zurückkommen würdest.
Ja, das hatte ich gelesen und dass sie da irgendwie einen Neustart oder sowas gemacht haben. Also das fand ich auch sehr interessant. Aber irgendwie haben sie es doch wieder repariert bekommen, oder nicht? Oh. Knochen. Noch mehr Knochen. Ach, verdammt. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob's, sobald das ein geschlossener Raum ist, dann einfach nicht mehr einfriert. Werden wir mal überprüfen und sonst, ja.
So. So. Jo, was läuft mit dir falsch? Grüß dich. Ganz gut. Und selbst? So. Und dann fahren wir wieder Steine. Oh. Zwei Sonnenblumen sind fertig.
Ja, ganze Gegrinde hier, ey. Ja, also wenn wir die Mobfarm fertig haben, dann kriegen wir ordentlich Ressourcen und Knochen und. Und ich glaube, dann können wir einfacher so weit. Also es hält sich noch in Grenzen. Und wie weit bist du? Ja, ich hoffe, das passiert nicht dauerhaft. Wow. Hier ist auch Snowy Plains. Wie ist es denn hier alles snowy? Dankeschön, hi den, hi yo. Ja, wäre auch eine Idee gewesen. The day is going fine, thank you. Nice. Ich wollte noch mal eben die Knochen klein machen. And how are you doing? From Germany.
Nein. Oh, nice. Did you look up the... Oh, wie heißt es? What did it call? Did you see the eclipse? Oh, ich Idiot. Since January this year. It's Skyrim. If you want to sell graphics for the stream, I'm not interested. Today we got, I think, 3 people in the stream. They asked something like that. Ja, ne? Finde ich auch. Sieht doch hier schön vollgeschneit aus. Yeah, you can ask.
Thank you, but I only have private Discord and I'm not doing anything with Discord right now. Yeah, thank you. But I post on TikTok and YouTube the stream start with a short. Ja, auf der Minimap sieht das richtig schön vollgeschneit aus, das Teil. Super. So. Bald müssen wir eigentlich mal genügend haben. Oh. Geht sie?
Ich habe mir extra ein Video dazu angeguckt. Heilige Kacke. Ich bin begeistert. Das war das, was ich mir in, als ich Starfield gespielt habe, war das mein erster Eindruck. Wir brauchen sowas in No Man's Sky. Und echt geil, dass sie das reingebracht haben. Aber ich habe mir das noch nicht angeguckt. Ich weiß jetzt nicht, brauchst du. Ich weiß, dass du Frackteile brauchst. Aber ich weiß nicht, ob du auch diese exotischen Sachen, wie zum Beispiel dieses Wächterraumschiff, auch auseinanderbauen kannst, sodass es noch größer wird. Ja, das hatte ich auch gesehen, zusammen mit den Stationen. Aber da bin ich nicht in Depp. Dachte ich mir. Aber auch mit den anderen ist das geil. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Oh. Okay. Die sehen dann noch mal anders aus als die, die du normalerweise bauen kannst. Ah, okay. Nice. Und gibt es da noch mehr neue Sachen? Was ich lustig fand bei No Man's Sky, jetzt fangen total viele Leute an, bei Steam, Twitter, Reddit und zu schreiben, dass Hello Games endlich ein, wie heißt es gleich noch, ein In-Game-Shop einführen soll, damit die sich bedanken können. Weil die das Gefühl haben, dass die mittlerweile einfach zu viel machen. Fand ich ganz lustig.
Cool. Also die haben dann ja echt viel da mittlerweile reingebracht. Das ist so krass. Das ist wirklich eine Frage, was jetzt noch kommen kann. Oder ob die das, die Station jetzt so gesehen als letztes gemacht haben. Und gesagt haben, okay, damit ist das jetzt abgeschlossen. Okay. Ich bin echt gespannt. Weil irgendwie... Irgendwann müssen die doch mal fertig sein, sag ich jetzt mal. Ja, das glaube ich auch. Also, dass es eine Herzensangelegenheit ist. Und ich glaube, für solche Updates brauchst du auch keine großen Teams mehr. Deswegen passt das ja, dass sie das zweite da schon jetzt programmieren. Da bin ich aber auch sehr gespannt drauf, was das wird. Ist hier gerade ein Händler gespawnt? Ja.
Hä? Ja, das glaube ich. Auf Mob Griefing habe ich keinen Bock. Ja, das auf jeden Fall. Controls, Keybinds, Key B. Back. Okay. Yay. Oh. Krass. Oh. Was kann man damit machen? Ah. Ja, ich werde jetzt auch Feierabend machen. Also, die Mobfarm funktioniert. Da kann man dann auch hier schön in den Feierabend gehen. Also, wünsche ich eine gute Nacht, einen schönen Abend, einen schönen Restabend auf jeden Fall. Und danke fürs Dabeisein und dann bis morgen. Also haut rein und Cheerio und auf Wiedersehen und gute Nacht und. Also macht's gut.